Hallo und herzlich willkommen bei Pilzwunder. Wie ist die Lage? Los geht's. Ich fange direkt mal an mit der wilden Auster, die ich mit euch zusammen im Wald gefunden habe. Und zwar habe ich versucht, den natürlich zu klonen. Zum einen auf Nährböden, zum anderen in Nährlösung. Und schaut mal, so ist das Ganze abgelaufen. Ich habe hier 5 Petrischalen beimpft mit einem Stück Pilz von der wilden Auster. Und bei zweien gab es leider eine Kontamination. Da hatte ich, das habe ich übrigens in der Glovebox beimpft, diese 5 hier. Und schaut mal hier, seht ihr diesen Punkt rechts neben dem Pilz? Das ist definitiv eine Kontamination. Und ja, man könnte das Ganze dann später überimpfen, sage ich mal. Lasse ich aber erstmal stehen und wachsen. Aber ansonsten hat sich auf dem Pilz ein richtig schönes Myzelgeflecht gebildet. Aber es hat eine ganze Weile gedauert, bis dann jetzt wirklich vom Pilz hinübergeht auf den Nährböden und sich ausbreitet. Genauso sieht das hier aus. Schaut mal, auch da kontaminiert mit irgendeiner Hefe, Bakterie oder so. Ich kann es euch nicht genau sagen. Aber es ist halt der Vorteil, was Nährböden angeht. Es ist eigentlich alles sichtbar, wenn eine Kontamination irgendwie sich eingeschlichen hat. Ja, die beiden definitiv kontaminiert, aber die drei sehen eigentlich ganz gut aus. Ich konnte bis jetzt mit dem bloßen Auge nichts entdecken. Hier ist ein bisschen beschlagen. So, hier sieht man es besser. Schaut mal, wunderschön. Das Myzel breitet sich jetzt auf dem Nährboden auch aus. Ja, ich werde dann später damit Nährlösung beimpfen, Flüssigmyzel herstellen. Aber ich werde auch hier Stückchen rausnehmen und das Ganze dann in der Glovebox direkt entweder Substrat beimpfen oder auch Körnerbrutgrundlage. Die wilde Auster. So, und das gleiche habe ich dann nochmal mit Nährlösung gemacht. Ich habe den Pilz, also vom Inneren, einfach etwas in meine Nährlösung geschmissen. Schaut mal, wie das aussieht. Richtig gut. Also ich habe erstmal eine Qualle rauswachsen lassen und dann habe ich das jeden Tag einmal richtig schön geschüttelt, damit sich das Myzelgeflecht auch wieder zerteilt und ich das dann in meine Spritze aufziehen kann. Sieht also sehr, sehr gut aus. Also wachstumsfreudig ist die wilde Auster auf jeden Fall. So, und so sah die Qualle aus, bevor ich sie geschüttelt habe. Schaut mal. Wächst in Nährlösung definitiv schneller als jetzt auf dem Nährboden, muss man sagen. Ja, richtig schöne Myzelqualle von der wilden Auster hier. Ich werde auf jeden Fall gucken, dass ich den irgendwie gezüchtet bekomme. Sollte aber klappen. So, und dann nochmal hier in Malzextrakt Sirup. Und auch hier fühlt der Austernseitling sich wohl aus dem Wald. Schaut mal. Ja, richtig gut. Und mit diesem Flüssigmyzel hier habe ich auch schon Körnerbrut beimpft, beziehungsweise Grundlage. Aber da kann man jetzt leider noch nichts sehen. Ist erst ja, gestern von mir beimpft worden. Aber mal gucken, ob das Ganze kontifrei heranwächst. Und dann werde ich damit dann auch ja, zum Beispiel das Masters Mix beimpfen. So sieht übrigens der Maronröhrling aktuell aus dem Wald. Schaut mal, wie ich da dann später genau beigehe, weiß ich noch nicht. Vielleicht werde ich auch einen kleinen Baum mir auf den Balkon stellen und den dann mit dieser Flüssigkeit, sage ich mal, gießen und beimpfen. Mal gucken, was am Ende des Tages bei rauskommt mit dem Maronröhrling. Hat ja auch lange auf sich warten lassen, aber mittlerweile ist da ein richtig schöner Myzelbüschel rausgewachsen. Ist übrigens in einer Honignährlösung, deswegen diese ganzen Flocken. Kommen wir zum violetten Rüttelritterling, den ich ebenfalls mit euch im Wald gefunden hatte. Und ich hatte da ja Flüssigmyzel hergestellt, dann Körnerbrut beimpft und mit der Körnerbrut habe ich jetzt mein Substrat beimpft. Und schaut mal, so sieht das Ganze aus. Ich habe tatsächlich die kompletten 500 Gramm hier in dieses 1 Kilo Trockensubstrat gegeben. Und ich habe ja so eine Art Schutzwall aus Körnerbrut hier mir hergestellt, sozusagen. Also einmal komplett ringsherum, alles abgedeckt mit Körnerbrut. Also in der Mitte ist nichts. Aber von außen, von oben, wächst das jetzt schön ins Substrat ein. Und es sieht auch gut aus. Also es sieht für mich so aus, als ob der violette Rüttelritterling das Masters Mix annimmt und sich jetzt schön ausbreitet im Substrat. Ich bin gespannt. Es wird ein bisschen länger dauern. Der wächst ein bisschen langsamer als jetzt zum Beispiel Austern. Aber wenn es dann soweit sein sollte, dass Substrat komplett durchwachsen ist, werde ich natürlich hier am Ende Abdeckerde mit draufgeben. Das heißt, ich werde den Beutel hier aufschneiden. Zack. Einmal komplett öffnen, Abdeckerde rein, mal gucken, ja, vielleicht so eine 5 cm Schicht. Ja, und dann ab in die Pilzzuchtbox damit und hoffen, dass tatsächlich
aus dem Substratbeutel hier violette Rötelritterlinge wachsen. Drückt mir die Daumen. So, das Experiment Pferdefutter wurde aktiviert. Ich habe hier den Beutel schon mal so eingedrückt, Luft rausgepresst und einmal abgeklebt, damit sich das nicht wieder aufstülpt. Hier habe ich ihn einmal von links nach rechts aufgeschnitten. Ich befeuchte das Ganze jetzt mehrmals täglich, damit es nicht austrocknet und die Pilze halt auch angeregt werden, genau hier zu fruchten. Eine Fruchtung woanders gibt es jetzt nicht großartig. Ja, hier so ein paar Ansätze, aber zu einer richtigen Fruchtung kam es nicht. Wie gesagt, komplett durchwachsen. 500 Gramm Holzpellets und 500 Gramm Pferdefutterpellets. Ich bin gespannt, ob es da irgendwie einen Unterschied gibt, ob das die Pilze mögen oder nicht. Mal gucken. Ja, und apropos Rosenseitlinge. Ich habe ja auf meinem Substrat 500 Gramm Weizenkleie und 500 Gramm Holzpellets ein Substrat gehabt, das auch gefruchtet ist. Das habe ich allerdings schon entsorgt, Leute. Weil das sah überhaupt nicht gut aus. Es gab auch eine Kontamination von außen. Die Pilze haben sich auch nicht gut entwickelt. Könnte jetzt an verschiedenen Sachen liegen. Ich spekuliere zwischen zu kalt in der Pilzzuchtbox zu viel Nahrung bzw. Weizenkleie tat dem Rosenseitling speziell nicht gut. Mit dem Austernseitling gab es ja einmal ein richtig gutes Ergebnis. Deswegen bin ich überhaupt auf den Trichter gekommen mit 500 Gramm Weizenkleie. Aber mit dem Rosenseitling hat das jetzt nicht so gut geklappt. Naja, wie auch immer habe ich hier aber noch mal das gleiche Substrat und vielleicht, und zwar hier habe ich noch mal genau das gleiche Substrat, steht auch schon eine ganze Weile rum, hier oben wollte er schon mehrmals fruchten, obwohl er noch nicht durchwachsen ist, schaut mal, hier fehlt noch ein ganzes Stück, aber sobald der durchwachsen ist, lasse ich den auch noch mal fruchten und dann bin ich mal gespannt, ob es diesmal besser wird oder auch genauso jetzt wie bei meinem letzten Versuch das Ganze scheitert. Ja, ich bin gespannt, ich halte euch, was das Substrat angeht, auf dem Laufenden. Übrigens, den hatte ich nur beimpft mit euch zusammen im Livestream mit nur Flüssigmitzel. Also hier ist kein Korn, Körnerbrot drin. Sondern ich hatte hier irgendwo mit der Spritze, genau hier. Hier hatte ich beimpft. Zack. Ich weiß gar nicht wie viel, 10 Milliliter oder so, habe ich direkt reingegeben. Hat eine Ewigkeit gedauert. Es gab hier oben nur so ein ganz kleines Mizelfleckchen und das wuchs dann immer weiter und weiter. Ja, das dazu. Mal gucken, was am Ende dabei rauskommen wird. So, dann kommen wir mal zu meinen Fertigkulturen. Und zwar ist das die erste, die ich selber jetzt aktiviert habe und es kam auch schon zu einer Fruchtung. Anfangs hatte ich ja hier einen Schlitz gemacht, dann habe ich den Schlitz vergrößert, das Ganze befeuchtet und dann irgendwann auch in die Pilzzuchtbox gestellt. Das Problem war allerdings, dass er nicht hier angefangen hat zu fruchten, sondern hier oben. Weil ich hatte meinen Filter anfangs hier hinten eingebaut, der Pilz bekam da mehr Sauerstoff und dachte sich, da ist optimal für mich, da fange ich an zu fruchten und gleichzeitig, beziehungsweise ein bisschen später ging es dann auch hier vorne los. Ja, nicht so ganz optimal, deswegen habe ich das Ganze verändert, hatte ich im Livestream auch schon mal angesprochen und zwar hier, das sind die aktuellen Fertigkulturen, die ich angesetzt habe, das durchwächst gerade noch und zwar habe ich den Filter jetzt vorne ins Sichtfenster dran gemacht, man muss also im Prinzip dann nur noch das Micropore-Tape abziehen, Schlitzloch ist schon vorhanden und dann die Stelle einfach nur noch befeuchten und auf eine Fruchtung warten. Hier hinten ist also kein zusätzlicher Filter mit drin. Ja, zur Pilzzuchtbox. Ich bin eigentlich zufrieden, beziehungsweise nicht zu 100%. Also die Feuchtigkeit da drin scheint optimal zu sein. Ich sauge mir die Luft von außen an. Drin steht ein Wasserbehälter, wodurch Sauerstoff und Feuchtigkeit erzeugt wird. Aber, ich sehe an diesen Pilzen hier oben doch noch etwas CO2-Überschuss. Oder irre ich mich da? Vielleicht wollen die Pilze auch nur selber so ein bisschen sich von den einzelnen Fruchtungen trennen. Sage ich mal, irgendwie aus der Fruchtung rauswachsen. Aber ich weiß nicht. Also mein Auge sagt mir, ein kleines CO2-Überschussproblem gibt es hier immer noch. Aber wie kommt das zustande, frage ich mich. Ich kann mir das nur so erklären, dass die Luftpumpe, die die Luft ansaugt, unten noch so ein extra Sicherheitsventil hat, sage ich mal. Also über den Hauptanschluss Luft ansaugt von draußen, sondern unter der Pumpe ist noch ein ganz kleines Ansaugungsventil, sage ich mal. Aber die Pumpe steht in einem Raum, wo das Fenster permanent auf Kipp ist. Dann steht die Pumpe auch nicht auf dem Boden oder so, sondern 80 cm hoch auf einem Tisch. Ich kann es mir nicht erklären. Diese Fruchtung, ich weiß nicht, kommt mir so vor, sieht aber auch noch mal ein bisschen besser aus wie die hier oben. Und oben ist eigentlich kein CO2, aber es bleibt mir immer noch so ein bisschen ein Rätsel, dieses CO2-Problem. Ich versuche es aber in den Griff zu bekommen. Die Pilzzuchtbox wird natürlich noch immer wieder geupdatet, sage ich mal, verfeinert, abgestimmt, sodass am Ende wirklich richtig schöne Pilze rauskommen, die nicht unter Feuchtigkeitsmangel oder CO2-Überschuss leiden. Ja, Freunde, ich arbeite dran. Zur Pilzzuchtbox kommt dann aber auch nochmal ein extra Video, wenn die ganzen Abstimmungen dann auch zu 100% passen, wie ich es mir vorstelle. Ja,
und dann gibt es mehr zu dem Thema Pilzzuchtbox. Hier geht aber auch noch ein bisschen, also das ist jetzt noch nicht ausgewachsen. Schaut mal, aber im Prinzip sehen die Hüte ja auch gut aus, nur die Stiele sind mir ein bisschen zu lang. Hier oben an der Auster kommt es zu einer Art kleinen trichterartigen Form, sage ich mal. Also optimal ist es nicht herangewachsen, aber jetzt auch nicht so schlecht wie die letzten CO2-Probleme, die ich ja mit den anderen Kulturen hatte. Die Suche nach den besten Substraten geht für mich immer weiter und weiter und so bin ich jetzt bei Sonnenblumenkernschalen gelandet. Ich habe in den letzten Tagen und Wochen schon ordentlich gefuttert, wie ihr sehen könnt. Ja, ich habe jetzt hier auch tatsächlich mehr als 500 Gramm zusammenbekommen und jetzt werde ich das Ganze ansetzen heute. Also das heißt 500 Gramm Holzpellets gemischt mit 500 Gramm Schalen von der Sonnenblumenkern. Aber mal gucken, ich muss mal gucken, wie ich das Wasserverhältnis überhaupt herstelle, beziehungsweise ist ja auch noch Salz drauf, das muss ich erstmal abgießen, abfließen lassen. Und dann muss ich mal gucken, wie ich das Substrat genau herstelle, aber der Plan ist wirklich 50-50, ähnlich wie das Masters Mix und dann, ja, vielleicht auch die wilde Auster mal drauf ansetzen und gucken, was am Ende des Tages bei rauskommt. Die Ergebnisse dann vergleichen mit den anderen guten Substraten, wo ich gute Ergebnisse hatte. Ja, und ansonsten geht die Jagd und die Suche natürlich nach weiteren Substraten weiter. Kaffeeschwänzle, irgendwelche anderen Häutchen von Früchten und so weiter. Da gibt es ja verschiedenste Empfehlungen. Jeder hat da so sein Geheimrezept, sage ich mal. Aber ich werde mir auch noch einiges aus der Welt da draußen zusammensuchen, testen und euch mit euch natürlich die Ergebnisse teilen. So, dann gehen die Experimente auch mit dem Schlotzi natürlich weiter und es ist wirklich sehr spannend, das Ganze hier zu beobachten. Von Tag zu Tag verändert sich so viel und mir fallen immer wieder neue Sachen ein, was man machen könnte. Und ja, hier habe ich einige Experimente stehen. Hier zum Beispiel versuche ich jetzt die Trockenstarre, sage ich mal, hervorzurufen. Jetzt zieht sich Schlotzi aber zusammen und versucht irgendwie Restfeuchtigkeit zu sammeln bzw. nicht zu verlieren. Und hier habe ich ihn gefüttert mit dem Austernseitling. Da warte ich jetzt, dass er rauswächst. Hier hat er sich bereits in Gang gesetzt und wächst jetzt in der Petrischale. Und da liegt der Austernseitling. Der erste Strang dorthin führt auch schon hin. Und so weiter. Hier haben wir den Urschlotzi. Den habe ich auch heute Morgen mit einem Austernseitling gefüttert. Ja, hier sind noch weitere Experimente auf Micropore-Tape. Da breitet er sich jetzt auch aus, gefüttert mit nur Nährlösungen, nichts Festes, sage ich mal. Ja, es bleibt interessant, was das Thema Schlotzi angeht, die wöchentlichen Updates dazu kommen. Ja, seid gespannt, also wirklich sehr, sehr interessant, auch wenn es kein Pilz ist, finde ich das eine coole Sache und ich empfehle das wirklich jedem mal auszuprobieren, der Interesse in diesem Gebiet hat, sage ich mal. Macht viel Spaß. Alles klar, Freunde, das war es eigentlich auch schon wieder mit den Neuigkeiten. Das ist die aktuelle Lage. Es erwartet euch noch viel 2021. Seid gespannt. Ja, ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Livestream dann Samstag 22.30 Uhr dabei seid. Ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal bei Pilzwunder. Ciao!